Da sind zwei Carpons drauf, da seht ihr, wie zwei Autos bearbeitet werden. Aus dem Grund, weil wir bei Instagram eine Umfrage gemacht haben. Und auf der Umfrage habt ihr entschieden, dass wir für beide Autos Carpons machen wollen. Einmal für diesen Wagen, der wird noch fertig gemacht. Aber vorerst haben wir jetzt den GLE fertig gemacht. Den zeigen wir euch mal kurz in diesem Carpon. Und dann geht es weiter mit dem Wagen. Also schaut das Video bis zum Schluss. Nicht, dass ihr was verpasst mit dem Wagen, weil der Porsche wird auch richtig fetzen. Der wird richtig krass aussehen. This joint for the fans and the stands with the hands in the air, wave left to right. For the kings and the queens in the penthouse suite, living lavish lives. This joint for the fans and the stands with the hands in the air, wave left to right. For the kings and the queens in the penthouse suite, living lavish lives. Lavish, lavish, caviar with a bad bitch. Chevis out the chalice, show my people round my palace. Yeah, we lavish, lavish, caviar with a bad bitch. Balancing my talents, my black card ain't maxing. Yeah, we bout it, I'll send the foes who doubt it. Spouting the flow out my mouth like a fountain. Pose up a stallion, driven like Aston. Hold up, roll up, hit it, pass it. Riding high, sitting low. My name fried, but I'm getting dope. From the starting line to the end zone. We running the game and that's all that we know. When I'm cooling, just me and my team. G to a T, tell me who haven't I beat. Who on the scene, who I'ma be. One of the best with immaculate steeds. And I rap to the beat with an accuracy. Gotta master the craft when you after the cheese. Rap to the sweet, pedal to the metal. Never settle for the one, never settle for the beat. So, meine Freunde, ihr fragt euch bestimmt, warum trage ich bei minus 2 Grad eine Sonnenbrille? Es hat einen Grund. Wenn ich die Sonnenbrille nicht tragen würde, würde ich richtig geblendet werden von einer bestimmten Farbe, von einer bestimmten Folie. Also ich mache die Sonnenbrille gleich mal ab, aber ich kann nicht lange rauf gucken. Das ist stärker als die Sonnenstrahlen, ja? Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Wow! Oh, das ist so krass. Da kann ich nicht tief reingucken. Schaut mal selber. Oh, motherfucker, I'm a bang with the If I listened to them, I wouldn't be right here. Making more in a month than they do in a year. Give you a hot 16, and I ain't talking jailbait. In prison to phone sex, my girl's my cellmate. I'm working every day so I can live my life. No matter what they say, I always pay the price. Put my money where my mouth is every time I rap. My wall's getting bigger, yours is looking kinda flat. Like some itty bitty titties, you can't find them in my city. Yeah, the girls are looking pretty, getting money like I'm Diddy. Whatever I do, I give 100%. I work to be an owner, I ain't looking to rent. On the come up now, I can almost see the top. Yo, was geht ab, Freunde? Die Prinzen am Start hier. Heute verlieren wir einen richtig wunderschönen 95er Baujahr 911er Turbo Porsche. Zieht euch den mal rein. Einen richtig schönen tiefen Grau. Ja, Unilack auf jeden Fall. Der Wagen wird einfach richtig Spaß machen zu verlieren. Ich bin schon die ganze Zeit dabei. Service. Das ist Luxus-Service. Ich wollte eigentlich. Aber noch eine Kohle rauf. Ich wollte eigentlich nur, dass du anrauchst. Ich habe keinen Bock anzurauchen. Okay, halb angeraucht haben wir die Pfeife, jetzt können wir weitermachen. Auf jeden Fall wird der jetzt richtig krass foliert, es macht mir sehr Spaß, diesen Wagen zu folieren. Wenn ich diesen Wagen sehe, habe ich immer so Kindheitsträume, wo, kennst du noch den Film von Bad Boys, den ersten Teil? Ja. Wo der Porsche von Will Smith da durch die Gegend gefahren ist. Aus dem Grund arbeite ich an dem Wagen gerade mit viel Leidenschaft. Der Wagen ist ein bisschen kompliziert zu folieren, der hat ganz viele Kanten, Stellen, weil der Wagen in einem Stück verbaut ist. Ich zeige euch mal, wie das schmeißen damit. Das Seitenteil komplett und das Seitenteil hier ist verbunden mit dem Dach zusammen. Schau mal, da haben wir hier eine Kante, die rausguckt, die muss auch komplett foliert werden. Heck, komplett über das Dach zu gehen, mit der Folie hier, zack, bis dahin komplett folieren in einem Stück, ohne dass wir hier irgendwelche Schnittkanten haben. Ja? Yeah.
geht ab, Freunde, das Werk ist vollbracht. Der Porsche 95er Baujahr 911 ist komplett fertig poliert. Auf jeden Fall hat er uns sehr viel Geduld gekostet, sehr viel Zeit gekostet. Auf jeden Fall ist eine Woche her, als wir den letzten Schnitt gemacht haben für das Video. Jetzt ist schon eine Woche vergangen. Ja, der Wagen war sehr aufwendig, aber wir haben das zum Glück noch gemeistert. Und auf jeden Fall haben wir uns was Krasses einfallen lassen als Carporn, als Video. Ein bisschen Unterhaltung ist mit drin. Und wir haben uns sogar noch was einfallen lassen für euch. Ab sofort in jedem Video wählen wir zwei Leute aus, die wir in dem folgenden Video darauf grüßen. Also seid dabei, hilft uns, supportet uns, gibt Gas auf jeden Fall. Mal sage ich euch wirklich, schaut das Video bis zum Schluss. Das wird fetzen. Gib ihm! Wie geht's dir? Sehr gut. Ich hatte nur ein kleines Rennen mit einem Freund Carl Lewis hier, aber ansonsten geht's gut. Er klaut unseren Stoff, entführt Julie, schießt auf meine Frau. Den machen wir kalt. Den machen wir kalt! Marcus, ich habe eine Frage an dich, Bruder. Wie konntest du mich in der Scheiße sitzen lassen, nur um das Auto zu holen? Jetzt halt doch endlich mal die Klappe und lass ihn fahren, okay? Ich hab den Eindruck, als würdest du besser fahren, seit du angeschossen worden bist. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen, kann vor Gericht gegen sie verwendet werden. Sag mal, ist sie jetzt durch? Ich will's hinter mir haben. Let's get it.